war noch ein Geräusch. Nur mach, komm, husch. Schade, schade. Resident Evil 2, ja, Claire. Wir sind mit Claire unterwegs. Haben wir ja das, hier, warte mal. Ja, wir haben schon den Polizeichef Irons jetzt noch getroffen. Gestern Abend, erinnere ich mich, haben die Bude weggesprengt. Ich glaube, es fehlt noch der dritte von diesen Steinen, oder? Damit wir hinter ihm das Bild komplizieren können. Diese Kacke da. Aber wir haben ja den Herzschlüssel jetzt, genau. Okay. Na, den packen wir auch mal weg. Genau, wir brauchen jetzt erstmal hier diese drei Steine. Zwei haben wir ja schon. Dafür brauchen wir auch noch den zweiten. Entschuldigung. So. Gucken wir erstmal auf die Karte, wo wir hier mit unserem tollen Herzschlüssel nur überall reinkommen. Da nirgends. Ja, das ist hinter dem... Ja, da geht's hinten nach unten da. Genau, unten hinten da. Der Ton knattert und knistert heute so ein bisschen irgendwie mehr als sonst, oder? Kann das sein? Ich sehe wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen quer, weil ich schon wieder drei Energies gesoffen habe. Ist meine Pupillen. Und so, ihr wisst schon, alles ein bisschen schief. Ja, wer gestern was verpasst haben sollte, jetzt live am Stream, oder aber auch einen VOD verpasst hat, das könnt ihr euch auf YouTube angucken. Ich lade die gerade nebenbei noch hoch. Ja, also 5, 6 Resi-Teile. Das Ende mit Leon und den Anfang gestern mit Claire lade ich gerade hoch. Habe ich alles schon fertig gerendert. Könnt ihr euch dann noch auf YouTube angucken. YouTube. Katsching. Ja, heute ist Montag, neue Woche. Heute geht's dann nachher gleich weiter mit Go for SC2. Und, ich hoffe, es wird gut. Ah, nee, hier. Brauchen keine Kräuter. Aktuell jedenfalls nicht. Hier müsste er zu sein wieder, ne, oder? Ist ein Kreuz. Ach ne, hier war aber auch was drin, glaube ich. Das haben wir letztes Mal gar nicht mitgenommen, ne? Ja, hier haben wir das letzte Mal gar nicht geguckt. Säurepatronen. Ah, sehr gut. Oder habe ich hier irgendwie... auf jeden Fall kommt es mir so vor, als würde der Sound diesmal etwas mehr so ein Störgeräusch drauf haben. Aber das liegt halt irgendwie an dieser Anschlussart. Nicht? Von Konsole an PC und diese Aufnahmescheiße hier. Ich bin aber froh, dass es jetzt halbwegs funktioniert. Und wir überhaupt spielen können. Beziehungsweise, dass ich es aufnehmen kann. So, hier ist auch eine Kreuztür. Ja, das Rote nehmen wir natürlich mit. Thank you.
Hier haben wir wieder der Safe-Raum, nicht? Und hier. Ja, ist wieder das Loch. Zaun ist kaputt. Zu klein für einen Erwachsenen. Ja, wir gehen aber mal kurz in den Kabuff rein. Bringen mal das rot-grüne Kreuz weg. Nehmen normales wieder mit. Und dann. Nee. Meine Freunde. Schwupp, schwupp. Und wieder raus. Du, du, du. Ja. Sherry. I've been looking everywhere for you. I was so worried. We've got to go now, honey, okay? If we stay here, that monster will find us. Let's go. No, I won't. What's the matter? Don't you trust me? Mm-hmm. It's not that, Claire. It's because of my daddy. He's over there. I heard him call my name. Daddy must have been attacked by the monsters. I have to help him. Wait, Sherry, don't go alone. Sherry! Sherry! Hui! Spielen wir als kleine Sherry. Und kleine Sherry hat ein Heilungsspray und ein Papi-Foto, Papi-Mami-Foto. Juhu! Da, da. Ja, der erste im Chat fordert bereits, knall die kleine ab. Ja, das ist natürlich leider nicht möglich. Quack, 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 quack. Ja, die Szene oder diesen Bereich haben wir ja schon mit Leon absolviert. Da mussten wir ja als Ada hier durch. Und jetzt machen wir das Ganze als Sherry. Ja, und wie sich ja schon rausgestellt hat, ist das Sherry Birkin. Ja, die Tochter von William und Annette. Die beiden Forscher, die da an dem G-Virus rumgemacht haben. Ja, schön, das kleine Mädchen hier. Schön. Ja, Pedobolzen im Chat rastet auch schon wieder aus. Stahlbolzen heißt ja eigentlich auch Pedobolzen. Ist schon wieder ganz geil gerade geworden. So. Die Kleine braucht ein bisschen länger, nicht? Hat ja nicht so viel Kraft. Ist nicht so schnell. Schön in den Hebel. Ah. Schlüssel. Hui. Jetzt könnten wir eigentlich wieder zurückgehen, ja, weil wir haben ja das ja gefunden, was wir finden müssen. Jetzt können wir aber noch in diesen anderen Bereich reingehen. Das ist optional. Da liegt, glaube ich, noch wieder irgendwie Munition oder Heilung oder irgendwas liegt da rum. Ein mutiges kleines Mädchen. Ja, mit Ada sind hier Köter, aber da kann man auch dran vorbeilaufen. Das ist auch ein Problem. Ah,
Bomben. Bomben für Claire. La, la, la. Und zurück geht es. War wieder fürstliches Mittagessen gehabt, lecker Gulasch. Claire, are you there? Sherry, ja. Are you okay? Did you find your dad? Yes, I'm okay, but I couldn't find him. But I did find something else for you here. Here's another. Thanks, sweetie. Now, why don't you come over here? I want you to stay with me. Claire, I can't reach the ventilation hole anymore. But don't worry, I'll find another way. I can take care of myself. Wait, Sherry, come back. No. Sherry! 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 Do you read me, Claire? Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot. Got it. I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? I'm on my way. I'm on my way. Schning, schning. So, jetzt ist ja gerade Leon mit dem Ben in der Zelle gewesen, haben sich unterhalten, das ist ja die Stelle, wo er sie anfunkt, bla bla bla. Ja, ich glaube, ich nehme jetzt den Granatwerfer mal lieber mit, weil wir jetzt eine Menge Munition für den gefunden und das ist immer so ein Zeichen, wir könnten den eventuell gleich brauchen. Wenn jetzt gleich wieder so ein paar Licker kommen, dann will ich da nicht mit der scheiß Armbrust drauf schießen. Deswegen den wir jetzt mal den. Den Bombenwerfer mit. Aber so ein paar Granaten reichen, glaube ich. Ach, da geht auf einmal alles rein. Ach, das ist ja sehr interessant. Ja, ich kann morgen nochmal Gulasch essen oder heute Abend. Ich habe noch so viel über. Wie gesagt, ich habe ein Kilo Fleisch gemacht. Ein halbes Kilo Rind, halbes Kilo Schweinefleisch. Haufenweise Zwiebeln, Soße. Ist noch so viel übrig. Aus dem Weg, du Schrotter, Köttel von Haufen, du. Gehen wir schon mal rein. In den Autopsieraum. Oh. Ja, hier sind jetzt nämlich solche Johnnies wieder drin. Ich wusste es. Mach doch endlich! Sind sie beide hin? Die Weiber, die können auch nix ab, ey. Ich soll's verdünnen, dann habe ich eine Woche Gulaschsuppe. So, jetzt müssen wir aber erstmal genau hier den Strom wieder einschalten. Und dann können wir mit der Keycard da rein in die Waffenkammer.
Notstrom-Schalltafel. Yeah, komm, mach an. Oh ja, dieser Sound ist echt... diesmal ein bisschen nervig. Ich weiß gar nicht, warum. Ding. Energie in Ordnung. Bleep. Yeah, eine Polizeirevier B1-Karte. Yeah. Prolo TV sagt, du bist hässlich. Meinst du mich oder deine Mama? Die ist auch im Chat gerade. Also im Stream, die guckt auch zu. So, dann können wir die doch wohl sicherlich auch, jawohl, da kombinieren. Ja, und jetzt haben wir hier ja das Maschinengewehr noch drin. Das hatte ich ja liegen gelassen mit Leon. Verbraucht zwei Plätze. Und macht... Sieht eigentlich eher aus wie eine Uzi. Uzi macht, hat eine sehr, sehr hohe Feuerrate, aber... Achso, du meinst mich. Ja gut, dann... Auf Wiedersehen. Was wollte ich sagen? Ja, die Kadenz, die Feuerrate ist hier nicht so sonderlich. Naja, obwohl doch etwas schneller, als ich es in Erinnerung hatte. Geh tot, Junge! Ah. Nehmen wir das mit? Oh, wir können das ja kombinieren. Wir haben sowieso so viel Heilung. Also. So, wir brauchen jetzt hier nichts wegschieben. Das hat ja Leon schon gemacht mit Ada. Oh. Oh. Ich sehe den so schlecht den zweiten. Hässliche Köterhaufen. Hier ist der Kopf ab. Ah, hier ist wieder noch so ein Phil. Und jetzt gehen wir auch mal zu Ben. Müsste noch ein blaues drin sein, ne? Und oh, sogar noch ein grünes. Ach so, er ist schon tot, okay. Er ist schon hin. Er ist schon hinüber, der gute Ben. Der Körper wurde zerfetzt. Irgendwas ist in ihm scheinbar von innen heraus geplatzt. So, wir haben jetzt aber hier die Bolzen noch. Die können wir nicht mitnehmen. Ich überlege gerade, ob ich die... Kräuter nehme und dafür die Bolzen halt mitnehmen oder ja, nehme ich.
Sicherheitshalber. Munition vor Heilung. Und Kräuter sind auch nochmal da. Okay. Das ist natürlich auch noch so eine Sache jetzt hier, dass man, wenn man halt hier das Inventar voll hat und dann sagt er gleich, nö, du kannst nichts mehr aufnehmen. Muss man erst wieder rausgehen und dann wieder reingehen und was machen. Ich glaube, später haben sie das dann irgendwie geändert, dass man dann irgendwie direkt Sachen verwenden konnte und so. Ablegen konnte man aber, glaube ich, nie was. Außer halt dann später bei Teil 5, glaube ich, da ging das. Euch ab! Oh, der Gulli ist offen, ne? Nein, Gulli ist zu. Ach, da liegt aber... Ah, da liegt Le Kurbel. Hm. Ja, die können wir jetzt nicht mitnehmen. Das ist natürlich sehr schlecht, weil wir komplett voll sind. Hm. Die Kurbel brauchen wir im Glockenturm oben. Fuck. Jetzt müssen wir erstmal wieder komplett zu irgendeinem weggehen, zu irgendeiner Kiste gehen. Und dann wieder hierher kommen, weil wir diese vergammelte Scheißkurbel brauchen. Oh, das ist jetzt ja voll ätzend. In der Tat. Ich glaube, bei Teil 5 ging das, ne? Mit Sachen ablegen. Ab Teil 5. Ich will hier gerade lieber zu einer Kiste gehen. Das ist eigentlich das Hupfwiesprung. Ah, wir müssen eh hier rein, dann können wir nämlich gleich den Schlüssel nämlich, und so. Da können wir nämlich gleich auch wieder hier zurückgehen, dann brauchen wir gar nicht zu einer Kiste, das ist schon mal gut. Oder müssen wir es doch, weil in dem einen Raum, den wir gerade aufgeschlossen haben, nehmen wir ja sicherlich auch was mit. Und hier, den schließen wir jetzt ja auch noch auf. Und dann nehmen wir ja auch was mit raus. Nee. Hätten wir mal nicht das Fuck-MG mitgenommen, die scheiß zwei Blitze. So, mit ihr ist ja dasselbe Spiel hier, oder? Ja, sie können ja ein Feuer anzünden. Ja, stimmt, wir haben ja gar kein Feuer, sorry. Völlig verwüstet. Ich dachte, da liegt noch, weil das so hell ist, dass man sich das angucken könnte. Ja, wir brauchen erstmal ein Feuerzeug. Okay. We need a lighter. Ja, wir bringen jetzt erstmal die Gatling Gun weg und die Bolzen. Oder nee, ja doch. Und dann machen wir das Kurbelholen.
Ja, und den Film packen wir auch weg, den Scheiß. Da brauchen wir eigentlich ja gar nicht. So. Zack. Nee, dann lasse ich die Gatling Gun doch noch erstmal dabei, oder? Weil das spart halt erstmal Munition. Wir können ja erstmal das Ding leer ballern, ja, und dann. Geheimnisvoll, geheimnisvoll. Ich habe eigentlich gar keinen Durst, aber man trinkt es trotzdem. Wie riesig diese Uzi aussieht. Ja, so eine Uzi ist. Na gut, die ist schon, es geht. Aber so riesig, ich glaube, so groß ist die nicht in echt. So, wie so ein Riesending, wie sie damit rumhantiert. So, jetzt sind wir hier bei dem Typen, der Schach spielt, mit dem Typen aus dem Claire-Werk. Und ich glaube, bei Claire steht er auch auf. Bei Leon war ja nix. Aber hier bei ihr steht er, glaube ich, auf. Da ist er einmal eine. Ja, also erzählt er genau dieselbe Geschichte, da wie er mit dem Typen aus dem Klärwerk Schach spielt, der sich immer nur kratzt und vom Essen erzählt. Schöne Bomben nochmal mitnehmen, ja. Steht auch nicht auf, okay. Der Ärmste. Hört ihr das eigentlich auch, dieses leichte Störgeräusch, was da so im Hintergrund rattert? Das ist ein bisschen doof. Das war gestern, glaube ich, nicht so schlimm. Und ich habe auch nichts verdings. Achso, der Makros war der IRC, ja, habe ich noch nicht connected. Später dann. Ne. Wo müssen wir jetzt nochmal hin? Da, ne? Ja, genau, hier auf der Seite war das. Parking! So, müssen wir jetzt zweimal nur mit dieser verschissenen Kurbel, ey, das ist ja auch immer Mist. So, schön mitnehmen, ja. So, mach ich nochmal ein rotes mit. Wenn es ein rotes ist, nehme ich es mit. Ach, blau. Blau brauche ich nicht. Ja, wäre nett, wenn das einer mal im Chat kurz sagen könnte, ob das bei euch auch so dieses Geräusch macht. Oder ob das nur bei mir so ist. Ja, ihr könnt übrigens hinten auf dem Bild das Bügelbrett sehen. Das habe ich da so auf dem Sofa hingestellt, weil ich hier vorhin ein T-Shirt gebügelt habe. Muss ich dann nachher noch woanders hinstellen, weil ich hier noch mehr Bügelwäsche habe. Ich habe aber keinen Bock gehabt. Ich habe erstmal nur das eine gebügelt, was ich heute auch angezogen habe. Hier auf YouTube könnt ihr übrigens das Webcam-Bild nicht sehen. Das ist nur für die Streamgucker. Exklusiv. So, nehmen wir mal ein Kräuterli mit, was? Haben wir Platz? Ach, ihr hört das nicht? Das ist interessant. Jetzt gerade hier so, so hochfrequentes, komisch.
Komisch, dass er das nicht hört. Oh, jetzt ist das. Jetzt war eben kurzzeitig der Ton auf der einen Seite weg. Wir müssen jetzt nach oben auf die andere Seite. Wir können. Oh, wir können auch hier die Außentreppe nehmen. Geil finde ich es halt, dass links halt komplett ist einfach schwarz. Da ist nichts. Ich meine, ja, es ist dunkel, soll das sein. Aber das kommt, da ist nichts. Haus. Das ist im, neben dem Nichts gebaut. Ja, aber dann ist es ja gut, dass ihr im VOD dann später oder hier am Stream halt dieses Geräusch nicht hört. Ich höre es, ich weiß nicht warum. So, haben wir noch ein normales grünes Einzelnes. Gut, dann lassen wir das dabei. Dum, 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 dum. Gucken, ob man die mit dem MG gut bekämpfen kann. Ich weiß es nicht. Mehr. Oh, da ist er ja. Oh, gut. Aus ist es! Es ist aus! Baby! Mach sofort weiter. So, ja, ich habe gerade kurz was geschaut. So, mal gucken, ob wir da oben was finden, denn wir brauchen ja entweder jetzt ein Feuerzeug oder diesen dritten Stein. Und ich glaube, keins davon finden wir hier. Oh, da finden wir, ah doch, wir finden das Feuerzeug hier oben, glaube ich, oder? Nee. Oder? Sieht aus wie ein Schalter. Möchten Sie drücken? Nee, weil das Zahnrad fehlt, ja. Das brauchen wir. Also wir brauchen das Zahnrad. Wir brauchen das Zahnrad. Um das Zahnrad zu kriegen, brauchen wir das Feuerzeug. Und wenn wir das Zahnrad hier einsetzen, dann finden wir dahinter, glaube ich, diese dritte Platte, die wir beim Chief-Büro einsetzen müssen. Aber wo finden wir das Feuerzeug? Wo findet man mit Claire das verkackte Feuerzeug? Wir müssen ja auch eh noch ganz unten in diesem Eingang auch noch eh das Kaminfeuer anzünden, damit der zweite Stein aus dem Bild endlich rausfällt. Finden wir das in dem Stars-Büro und haben das einfach nur nicht mitgenommen? Ich gehe da nochmal hin. Huh.
So, schreibe ich unaufgeräumt, bla 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 bla. Hier blinkt aber auch jetzt sonst nichts mehr, ne? Bin ein bisschen Mann, ich will ihn. Hätten das hier vor. Die Stars-Medaille, die Stars-Abzeichen. Das Bild der Mitarbeiter von Stars, haben wir uns ja auch schon angeguckt. Ein paar Pokale. Schon leer. Wo finde ich denn das beschissene Feuerzeug, sag mal? Ich überlege. Das haben wir auch gemacht. Ach, kann sie hier nicht vielleicht sogar rein? Ja, wir können uns ja, wenn wir schon mal... Oh, Hallöchen, Lady. Wenn wir schon mal hier sind, den Film entwickeln, den wir hier in der Kiste haben. Aber wo ist das Feuerzeug, verdammt? Wir brauchen das Feuerzeug jetzt. Könnt ihr das vielleicht mal kurz schnell einer googeln und mir dann im Chat sagen? Dann muss ich das nicht selber machen. Wegen Spielfluss und so. So, Film C, das ist den wir mit Leon nicht gefunden haben. Das ist der Tyrant, oder? Ja, der T-103. Aufgrund des beschleunigten Metabolismus, vergleichbar zur Serie 00, verfügt dieses Objekt über außergewöhnliche Regenerationsfähigkeiten. Mit ihm haben wir ja nur Film A und B gefunden. Mit ihr finden wir jetzt noch Film C. Aber wo ist das Feuerzeug? Hier war ja der Sprengstoff. Das zieht natürlich jetzt vor meine Zeit komplett scheiße runter, weil ich die gammelige scheiß Feuerzeug nicht finde. Oh, da ist noch ein Film. Stimmt, den haben wir letztes Mal nicht mitgenommen, weil wir ja gemeint haben, Müll brauchen wir sowieso nicht. Ja, wenn wir dann jetzt eh schon mal hier sind, dann können wir nochmal zurückgehen und den Film auch noch entwickeln gehen. Im Briefing Room. Sagt einer, steht in der Lösung. Ja. Welcher Briefing Room? Ach, das Feuerzeug ist direkt in dem Raum schon mit drin? Der Briefing Room ist ja unten da, ne? Wo man das Feuer selber machen muss. Da ist er da mit den Türen und dieser Tafel vorne. Das ist Feuerzeug. Weiß ich gar nicht mehr von. Hm. Film B, ja, den haben wir ja mit Dings auch. Dass man es da benutzen muss, das ist mir klar. Aber dass man das da auch findet, ist mir jetzt nicht neu, aber ich erinnere mich halt nicht. Ich erinnere mich nicht.
Ja, wir finden es im Archiv, aber fürs Archiv haben wir keinen Schlüssel. Ja, im Archiv kann gut möglich sein, aber für das Archiv haben wir ja keinen Schlüssel. Wir haben irgendwo was vergessen. Also mich würde auf jeden Fall... Oh, hi. Schwer wundern, wenn die Tür jetzt auf einmal da auf wäre. Hier vorne ist das ja das Archiv schon. Ja, die ist ja zu. Da kommen wir ja gar nicht rein. Wir brauchen dann erst noch den Peak-Schlüssel. Bevor wir ans Feuerzeug kommen. Also noch einen Schritt weiter zurück. Wo kriegen wir den Peak-Schlüssel? Oder aber auch... Wo gibt's den zweiten roten Stein? Der eine war oben bei den... Ja, der zweite ist bei dem Bild drin. Das heißt aber auch wieder, wir brauchen zuerst wieder das Feuerzeug. Also, ne? Aber wir brauchen jetzt auch zuerst den Peak-Schlüssel. Ich bin mir sogar auch fast schon sicher, wir haben oben bei dem Büro von Chief Irons hinten, wo wir Cherry zum ersten Mal getroffen haben, da was vergessen. Da war, glaube ich, mehr... Ja, die Einhornmedaille. Ja, wir haben aber keine Einhornmedaille, du Honk. Die Einhornmedaille findest du, glaube ich, nur mit Leon. Wir haben keine Einhornmedaille. Du musst in der Claire-Lösung gucken, übrigens, ne? Nicht in der Leon. Ich gehe nochmal kurz zu diesem Büro von dem Scheiß-Chief. Dahinter der Raum mit seinen ganzen Trophäen und diesem Tiger und so. Ich glaube, da war noch was. Wir haben ja nur in der einen Kiste die Munition mitgenommen und das Tagebuch. Da muss noch mehr gewesen sein. Da will ich nett sein und dann sowas. Ja, wo kriegen wir denn die Einhornmedaille her als Claire? Wo ist die denn? Energy aus der Schnauze. Boah, geiles Zeug, Alter. Energy! So, hier nochmal alles absuchen. Aber hier ist nichts mehr. Hier in dem Raum, glaube ich. Ach, wenn wir jetzt eh schon mal hier, hätte ich halt schon mal die zwei Dinger mitnehmen können. Haupthalle, First Floor. Direkt gegenüber ihrer Ausgangsposition können sie bereits die fünf Zombies hören, die ihnen den Weg zur Einhornmedaille versperren. Aha. Gegenüber der Haupthalle, was? In der Haupthalle sollen fünf Zombies sein, die mir den einen... Was? Verstehe ich nicht. Was? Was? Sie sind im sehr guten Zustand. Ja.
war nichts mehr, ne? Haupthalle First Floor, also unten. Da sollen 5 Zombies sein, Alter? Was ist da los? Das ist nur eine Tür, glaube ich, mit dem Peak-Schlüssel, oder? Ja, das ist nur eine einzige Tür. Da, das Archiv. Ich refresh mal eben den Chat, ja, weil irgendwie scheint der abgefuckt zu sein, weil der Stream eben kurz weg war. Dann kommt das schon mal vor, dass der Chat mit abfuckt. Also, falls da noch mal einer irgendwas geschrieben haben sollte zu den Zombies im First Floor, bitte jetzt noch mal schreiben, weil das eben nicht ging. Hier unten drunter, da sind 5 Typen. In dem Gang, wenn du da reinkommst. Vielleicht muss ich da nochmal irgendwie... Ach. So, hier ist ja nur Schreibmaschine. Anmelde-Dingens. Ja, was mit Haupthalle in der Nähe und 5 Zombies, das kann nur hier sein eigentlich, weil hier am Anfang 5 Mann. Ist ja auch nichts. Draußen? Nee, man kann ja jetzt auch noch mal hier kurz rausgehen, aber da war auch nichts. Es ist viel zu gefährlich. Wo ist denn jetzt diese gammelige Medaille, sag mal? Das muss doch irgendwo ein Bild, ein Screenshot sein. Hallo Alfred. Oder ein Raum stehen, wo, oder eine Karte mit dir, da ist das Ding. Im Stars-Büro soll das Ding sein. Aha. Wo ist das Stars-Büro? Auf welcher Seite war das? Das war hier, da. Oder? Nee, andere Seite. Zehn Minuten jetzt hier oder Viertelstunde schon in-game, Alter. Meine ganze Superzeit wieder am Versauen, weil ich diese beschissene, jauchige, gammelige Scheiße nicht finde.
Du bist schuld, Alfred. Ja, 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 versteck dich mal ruhig, du. Ne? Schnull die Karte, ja, schleich mal schön hier lang. Ich mich auf ein Wochenende. Oh. Hoch mit dir, du alte Kuh. Schreibtisch aufgeräumt, schmutzig. Ja, hier findet man eigentlich was als Leon findet man das hier. Ah, das ist übrigens Jills Jacke da hinten, die da hängt, glaube ich, ne? Seine Schublade zieht man das ja als Leon raus da. Und dann da unten so ein Buch und darunter liegt die verkackte Medaille. Irgendwie so. So, ich mache jetzt mal kurz hier Pause, Leute. Das kann ja so nicht weitergehen. Ich stoppe kurz die Aufnahme. Ich google das jetzt selber, was da los ist. So, wir machen weiter. Gerade noch mal ein paar Minütchen geguckt. Ja, ich weiß, glaube ich, wieder, wo sie ist. Ja. Jetzt, wo ich das da gelesen habe. Oben in, also die Haupthalle nicht unten, sondern dieser Außengang, der einmal oben in der Mitte rumführt. Da kann man einmal, da sind wir nie bis zum Ende gegangen auf der anderen Seite. Und ich glaube, genau am Ende liegt das Scheißding. Ach Quatsch, wo will ich denn hin? Ganz in der Ecke. Also wir sind jetzt ja hier quasi auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist ja das Sekretärinnenbüro. Na, da sind wir quasi bis zum Ende gelaufen. Aber hier auf dieser Seite sind wir nicht bis zum Ende gelaufen. Also hier lang. Ja, und da ist er. Ja. Wie dumm. Sehr ärgerlich. Gleich gefunden im ersten Versuch. Yeah. Was ist jetzt schon wieder los? Thank you.
pack ihn weg, die Scheiße. Toll. 20 Minuten Besuch, eine Tür aufgemacht, schwupp, weg. Patrouillenbericht haben wir ja schon gelesen mit Leon. Ist ja der gleiche. Ups. Nein, du alte. Dreckerte. Verdreckte Tussi. Nimm. So, dann haben wir dies. Dann können wir jetzt noch den zweiten Stein holen. So. Schöne Tür aufmachen. So, jetzt können wir wieder auf die andere Seite gehen. Dann können wir gleich die zwei roten Steinchen einsetzen. Dann können wir da das Feuerchen machen. Das hätten wir eigentlich schon ganz mit am Anfang. Das ist eine der ersten Sachen, die du eigentlich machst. Aber weil ich da diesen Scheiß... Aber trotzdem interessant, wie weit wir trotzdem gekommen sind. Ne? Dass viele andere Sachen halt trotzdem funktionieren und weiterlaufen. Interesting, interesting. Ja, dann packen wir jetzt das gammelige MG auch mal weg, weil wir jetzt ja die Steine mitnehmen, also den anderen. The Azoret Stone. Phantom in the Chatroom, Hallöchen, hallo, hallo, hallo. Und dann gehen wir erst noch das Zahnrad noch holen. Ja, okay, wir holen erst noch das Zahnrad. Das zieht mich jetzt natürlich stark nach unten. Achso, und eigentlich müsste ich auch mal wieder da abspeichern und eine Pause machen. Ich bin ja schon wieder über eine Stunde. Also eine 2-Stunden-Ding auf YouTube guckt sich ja keiner an. Meine Videos guckt sich eh keiner an, das ist ja noch... Ist ja, kann ja nicht aufhören damit. Ja, als danach spiele ich Resident Evil 3 und danach spiele ich Code Veronica. Und danach spiele ich vielleicht noch Resident Evil 4. Turbo Johnny ist wieder da. Oh. Oh.
Turbo Johnny. Hat er wieder ein bisschen was mitgebracht für uns? Er hat doch immer was dabei. Ah, nee, ich will es gar nicht erst probieren, durch diese Bruchdings da zu rennen. Das kann sie, glaube ich, sowieso nicht. Teil 6 eher scheiße. Teil 6 ist... Ja. Oh. Alter. Ich wollte gerade so ganz entspannt so... Oh. Und dann kommt der Wichser da schon wieder, Alter. Wieder erschrocken, verdammt! Ja, Teil 5 ist auch Mist. Streng genommen ist auch Teil 4 eigentlich nicht so gut, aber der geht noch, gerade so. Gut, dass wir den Granatwerfer dabei hatten. Ja, wir werden halt, wie gesagt, Let's Plays machen von hier. Teil 1 habe ich ja schon fertig, dann jetzt hier eben Teil 2. Leon A habe ich ja schon durch, jetzt machen wir Claire B. Danach kommt Teil 3 Nemesis, dann kommt Veronica und wenn ich Bock habe, bestelle ich mir noch Teil 4 wieder. Das kostet nur ein Fünfer. Ja. Dann habe ich ja, wie gesagt, Metal Gear noch hier liegen, Metal Gear Solid. Dann habe ich Dino Crisis 1. Oh. Dann mache ich noch ein paar Spiele auf Dreamcast. Wie zum Beispiel, ja, Code Veronica und Nemesis. Sonic vielleicht nochmal. Sonic Adventure, total cooles Spiel. Oder... was sag ich dann noch? Also richtig Spiele mit Story sind da nicht bei, aber das ein oder andere auf Dreamcast habe ich dann auch noch. Unter anderem eben Code Veronica auf Dreamcast, denn da kam es ja damals zuerst raus. Blauer Stein. Stupid Invaders? Kenn ich nicht. Wenn einer noch Frontschwein hat für PlayStation 1 und mir das für 5 Euro verkauft, nehme ich. Nehme ich. So, wir holen jetzt noch die zweite Hälfte von dem blauen Stein oben mit dem Zahnrad. Danach speichere ich ab. Also wir gehen jetzt hoch in den Glockendings, holen jetzt den zweiten Teil vom Stein. Ja, dann gehen wir wieder hier zurück, speichern ab und dann setzen wir beim Büro vom Chief die 3 Steine hinten ein. Also dann im nächsten Teil. Mache ich kurz Pause hier, nicht? Also für euch auf dem Stream, dann mache ich aber gleich weiter, ein paar Minuten danach.
Ja, ich könnte Shenmue nochmal spielen auf Dreamcast. Habe ich ja damals schon nie gespielt. Ich habe es immer liegen gehabt. Ich weiß, es ist ein super Spiel, aber ich habe es nie gespielt. Aber ich glaube, ich habe da keinen Bock drauf. Bin nicht so der Rollenspiel-Johnny. So Action-Rollenspiel, sowas wie Diablo oder Mass Effect. Aber Shenmue oder Final Fantasy. Das war immer nicht so mein Ding. Oder Zelda habe ich auch, muss ich zugestehen, habe ich ja nie gespielt, nie Zelda gespielt. Da, da, da. No, I'm playing on PlayStation 2. Sie kann da nicht runter. Sie traut sich nicht. Sie ist ein Mädchen. Mensch, wieder falsche Gerüchte verbreitet. Resident Evil 2 gab es nicht für Dreamcast. Es gab Resident Evil Nemesis und Code Veronica. So, und jetzt speichern wir gleich ab. Jetzt haben wir endlich diese scheiß drei Steine komplett. Mann, Mann, Mann. I am playing on the PlayStation 2. Er schon wieder, Alter. Geh weg. Der Böse. Immer kommt der Böse. Schön Bomben, ja. Einmal habe ich mich eben wieder richtig erschreckt, als er danach das zweite Mal gekommen ist. In dem Presseraum. Nachdem ich ihn ja eigentlich schon umgehauen habe, dann nochmal umhauen. Als er dann da normal durch die Wand geschossen kam. Bin ich voll erschrocken. Mr. X. Yeah. We call him Mr. Sex. Mr. Universum. So, ich werde jetzt abspeichern. I will save now. I will do a short break. Ja, ich habe jetzt gerade für euch auf YouTube Gucker, ja, am Stream. Ich habe hier gerade ein paar englische Zugucker und deswegen sage ich es kurz auf Englisch. So. Nein. So, I will do a save and a quick break and then I'm gonna play again. Yeah. Wollen Sie das Farbpaar benutzen? Yes, I will. So, meine lieben Freunde, also ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, ja, für euch auf YouTube. Die Streamgucker warten einfach einen Moment, es geht gleich weiter. Und ja, wir machen jetzt gleich weiter. Ich mache eine kurze Pause und dann spielen wir gleich schön weiter. Resident Evil 2 mit Claire. Bis dahin, danke fürs Zugucken, abonnieren, kommentieren, alles anklicken und so weiter und so fort. Ich muss weg, auf Wiedersehen, tschüss.